So, noch eine kleine Übung. Ich gebe eine Zahl vor für das Programmchen. Die Zahl schreibe ich jetzt auch wieder rein, aber sie könnte nachher eingelesen sein. Ich bin nicht sicher, welche Zahl da später steht. Anders als hier, wo ich sie jetzt genau hingeschrieben habe. Und ich hätte gerne, dass das Programm Folgendes tut. Dass das Programm sagt, ob diese Zahl Z eine Zweierpotenz ist. Eine Zweierpotenz soll heißen 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ist diese Zahl Z eine von diesen Zahlen? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Versuchen Sie das herauszufinden. Das Ergebnis soll in dieser Variable stehen. Ist Zweierpotenz false oder true? Also eine Möglichkeit mit Rest teilen durch 2 mit Rest, wenn Sie sich das schon angeguckt haben. Die andere Möglichkeit, versuchen Sie diese Folge hier zu erzeugen. 1, 2, 4, 8, 16, 32, diese Folge an Zahlen zu erzeugen und zu gucken, ob eine von denen gleich Z ist. Ja, was ich jetzt vorführe, wird also nicht die offizielle Lösung sein, wie Sie dann vielleicht in einem Monat schreiben können, sondern die Lösung, die man mit einer While-Schleife statt einer For-Schleife schreiben kann. Und die man auch noch ohne Rest modulo schreiben kann, das Prozentzeichen und sowas. All das kommt nochmal viel hübscher. Ich versuche jetzt was hinzuschreiben, was Sie im Prinzip mit viel Gehirnschmalz jetzt schon hinschreiben können, sollten, müssten, dürften, würden. Ich würde eine While-Schleife schreiben, eine While-Schleife schreiben, die Zweierpotenzen erzeugt. Dazu brauche ich erstmal irgendwie eine Hilfsvariable, nennen wir sie P. Diese While-Schleife soll Zweierpotenzen erzeugen, das heißt, ich werde in jedem Durchgang diese Hilfsvariable mal 2 nehmen. So könnte das aussehen. Wenn Sie sich an Montag erinnern, da hat man was dazu addiert zum Beispiel, jedes Mal 1 weiter addiert. Hier multipliziere ich, ich starte mit 1 und in jedem Schleifendurchgang nehme ich mal 2. 1 mal 2. Mal 2, mal 2, mal 2. Damit kriege ich Zweierpotenzen. In jedem Schleifendurchgang gebe ich eine Zweierpotenz weiter. Wenn das P, was aktuell gilt, gleich meiner Zahl Z ist, P durchläuft alle Zweierpotenzen. Wenn dieses P gleich meiner Zahl Z ist, beachten Sie, Vergleich sind 2 gleicher Zeichen in C, nicht ein gleicher Zeichen. Ein gleicher Zeichen ist die Zuweisung, um Sie zu ärgern. 2 gleicher Zeichen ist der Vergleich. Wenn die Zweierpotenz, die ich da aktuell beackere, gleich meiner Zahl Z ist, dann weiß ich gewonnen. Ist Zweierpotenz ist gleich true. Dann lasse ich die Schleife so lange laufen, bis ich garantiert nichts mehr finde. Und ich finde garantiert nichts mehr, wenn diese Zweierpotenz hier größer ist als die Zahl, die ich untersuche. Nochmal zum Mitdenken. In P habe ich jetzt alle Zweierpotenzen, eine nach der anderen, 1, 2 und so weiter, durch diesen Befehl. Die Schleife läuft so lange, bis die Zweierpotenz, die ich angucke, größer ist als die Zahl, mit der ich reingehe. Also hier würde ich jetzt bei 128 aufhören, weil dann kommt nichts mehr offensichtlich. Die Zahl, mit der ich reingehe, die ist kleiner als die Zweierpotenz, die ich aktuell angucke. Wenn ich zwischendurch einen Treffer habe, merke ich mir Treffer. Das könnte funktionieren. Es gibt ein Problem, das muss ich gleich noch sagen, aber das könnte funktionieren, mal gerade sehen. Z hatten wir schon mal, sorry. Mal sehen. So. Ist mein Kandidat an Zweierpotenz größer als 123? Nein. Ah, sehr gut. Das muss natürlich kleiner heißen. Kleiner gleich. Die Bedingung ist falsch rum. Super. Wir machen hier Programmierfehler vor. Solange mein Kandidat hier kleiner gleich Z ist, probiere ich das aus. Ich starte ja mit kleinen Zweierpotenzen. So, nächster Versuch. Die 1 ist kleiner gleich der 123, ja. Es war kein Treffer. Ich gucke mir die nächste Zweierpotenz an. 2.
ist immer noch kleiner, ist immer noch kein Treffer. Ich gucke mir die nächste Zweierpotenz an, die nächste Zweierpotenz. 16, 31, 64, 128. Offensichtlich bin ich dran vorbeigelaufen ohne einen Treffer. Und jetzt schlägt diese Bedingung in dem While zu und die sagt, wir machen Feierabend mit dem While. Ist Zweierpotenz, ist falsch. Uff. Probieren wir gerade noch eine echte Zweierpotenz. Probieren wir 64. Da unten 64, so. Wir sind kleiner. Keine Frage. Kein Treffer am Anfang. Jetzt probieren wir die 2 als Zweierpotenz. Haben wir einen Treffer? Nein. Probieren wir die 4. Probieren wir die 8. Passt alles nicht. 16, 32. Jetzt letzter Schritt. Mein Kandidat für die Zweierpotenz mal 2 nehmen, macht 64. Ich bin immer noch kleiner gleich der Zahl Z. Sie sehen, da darf kein kleiner stehen, sonst wird das nicht funktionieren. Da muss ein kleiner gleich stehen. 64, 64. Jetzt gucke ich, ist das ein Treffer? Ja, es ist ein Treffer. Zweierpotenz wird auf True gesetzt. Wir multiplizieren das nochmal bei 2, na sei es drum. Und fliegen da dann raus beim nächsten Schritt. Das einzige Problem jetzt ist, das müssen wir uns später nochmal genauer angucken, das einzige Problem ist jetzt hier, dass diese Variable p auf 128 wächst. Die Variable, mit der ich da reingehe, die ist 64, aber hier gehe ich auf 128. Es könnte sein, dass ich mir an dieser Stelle irgendeine Art von Überlauf einfange, dass diese Variablen zu groß werden für den Speicher, den ich da habe. Sowas gucken wir uns später an. Insofern ist das hier nicht hundertprozentig sauber, aber es wird im Prinzip funktionieren. Sehr schöne, raffinierte Idee. Ich lasse hier nur ein kleiner stehen und nehme das if raus. Wir gucken uns das mal an, was passiert. 64, gut, wir probieren es mal mit 64. Also es ist eine Zweierpotenz aktuell. Was wird passieren? Es ist eine Zweierpotenz aktuell. So, jetzt laufe ich hier in der Schleife durch und bilde Zweierpotenzen. Sie sehen, die Schleife macht nichts anderes. Sie bildet einfach die Zweierpotenz. Immer mal 2, mal 2, mal 2, mal 2. Und sie bricht ab, sobald die Zweierpotenz, die ich da baue, gleich oder größer der Zahl ist, die ich übergeben habe. Interessant. Damit habe ich die 64 gebaut und da unten setze ich die Zweierpotenz auf True. Funktioniert. Gucken wir uns das noch mit einer anderen Zahl an. Nehmen wir 63, ist keine Zweierpotenz. So, hier geht er jetzt auch wieder in der Schleife durch, baut seine Zweierpotenzen. Die letzte, die er macht, ist die 64, aber die 64 ist nicht die 63. Geht auch. Wobei ich überlege, es gibt immer noch das Problem mit dem Überlauf. 64 könnte ein Bit zu viel sein. Aber wie gesagt, das gucken wir uns später nochmal ordentlich an. Im Prinzip wäre das erstmal eine Lösung, die, naja, bis auf dieses Problem korrekt ist.